Machen wir den Erinnerungsanfang direkt zur Mission weiter. So, einmal in die Richtung. Shit! Boah, ey, der Clown hat da echt mal Probleme. Verehrte Kunden, ihr wisst, ich habe nur das Beste. Ihr wisst, dass ich nur Ehren hab. Nee, du hast nur Müll. Don't need that shit. Den da, den Händler kann ich jetzt gut gebrauchen. Einmal alles. So. Kleine Waffen. Wow. Dodge-Schläger. Komm. Ein Vergnügen, Signore. Müssen auch mal bald wieder echt in die zur Villa zurück. Seid ich für schlau. Ist das? Ja, eine Glyphe. Sie waren fast alle Helden. Aber siehst du, wie der Stammbaum unterbrochen ist? Das Netz der Geschichte fängt die Helden und Menschen stehlen, was ihnen nicht gehört. Okay. Brüder, Datei freigeben. Du. Ach, das Ding. Das ging doch noch. Das waren doch immer die leichten Dinger hier. Hä? Der Äußerste passt nicht. Ach so. Okay, das ist schon wesentlich komplizierter. Das ist schon wesentlich komplizierter. Man kann immer nicht alle bewegen. Ach du Kacke. Das macht das Ganze schon ein bisschen anspruchsvoller. Ach du Scheiße. Auch irgendwie alles zu einfach. So, dann dreht man den wieder zurück. Und den dreht man sich jetzt passend. Bingo. Das ist kompliziert. Beziehungsweise nicht kompliziert, aber schon anspruchsvoller als die davor. Ja. Wesentlich anspruchsvoller.
Zumindest anspruchsvoll als wieder davor. Noch eins. Oh. Wow, okay, das sieht fucked up aus. Okay, ich kriege hier gerade leicht Augenkrebs. Ich muss mich da immer so an eine Stelle konzentrieren. Ich erkenne jetzt langsam ein Bild daraus. Ach du Kacke! So. Geben wir dem Kerl seinen Oberkörper zurück und... Ah, fuck it! So. Bingo. Alter, das war... Gah! Obacht! Das keins mal! Und der Satan sprach zu Cain: Schwöre mir bei deiner Kehle, und wenn du es verrätst, wirst du sterben. Und dies alles geschah im Geheimnis. Und Cain sprach: Ich bin wahrhaftig der Meister des großen Geheimnisses. Darum wurde kein Meistermann genannt und rührte sein. Wow. Okay. Das war kompliziert. Kranker Scheiß. Was hatte ich vor? Genau. Mission, Hauptmission und so. Wie habe ich das Ding denn jetzt gerade einfach so gefunden? So mir nichts, dir nichts aus dem Nichts. So, machen wir weiter, was die Mission angeht. Wir haben noch ordentlich was zu tun. Zumindest möchte ich jetzt auch noch nicht aufhören. Und zumal viele von euch einfach so den Begriff einer Blockaufnahme nicht verstehen. Wenn ich sage, ich höre noch nicht auf, dann höre ich noch nicht auf, aufzunehmen. Aber das begreifen viele von euch leider nicht. Und die denken so, du hast aber hier geschnitten, jetzt hast du doch aufgehört. Hey, Tio, das wurde aber auch Zeit. Wir haben Bernardo Baroncelli gefunden. Gute Nachrichten. Sagt mir, wo er ist, dann werde ich mich um ihn kümmern. Das ist das Problem. Lorenzo ließ ihn schon vor Tagen festnehmen, als er uns aus Konstantinopel überstellt wurde. Doch er konnte fliehen. Wir glauben, dass er sich in San Gimignano befindet. Va bene. Mal sehen, ob ich ihn festnageln kann. Wie könnt ihr mit Erfolg rechnen, wenn wir alle versagt haben? Ich habe andere Möglichkeiten. Oh, fuck yeah. Komm raus zum Spielen. Bernardo Baroncelli finden und eliminieren. Blick eure Wunden, edler Herr. Ihr habt zu Recht gerichtet. Ja, ich hab zurecht gerichtet. Endlich mal einer, der es einsieht. Irgendwo hier muss er sein. Irgendwo hier hält er sich auf. Die Leute kann er vielleicht übertölpeln, aber nicht meine Augen. Verbotene Zone für dich. Du störst den Frieden. Wir schützen ihn. In ein delikates Problem, Freundchen. Na du, fass ihn dort! Und tschüss. Idiot! Immer schön eins nach dem anderen. Er verliert die Lust. Oder die Härte. Oder wird verrückt. Abgelenkt. Getötet. Alles wird gut. Und wenn er kommt, wenn es passiert, ich ziehe.
Dann bin ich immer da, Junge. Ich finde dich auch so. Ich wusste, dass ihr kommt. Wo ist Jacopo? Damit ihr ihm tun könnt, was ihr mir getan habt. Noch habt ihr Zeit, euer Gewissen zu reinigen. Wir treffen uns bei der Kirche, wenn ein Treffen einberufen wird. Es tut mir leid, dass es so kommen musste. Requiescat in pace. Oder in meiner Sprache auch, geh verrotten. Du wirst nicht entkommen! Kommt doch her, ihr Versager. Bruder, wie du ohne Zweifel gehört hast, jagt er uns und will Vergeltung. Wir hätten nie zustimmen, uns nie verschwören sollen. Aber was getan ist, ist getan. Also habe ich in 3 Nächten ein Treffen mit dem Maestro einberufen, um Unterschlupf zu bitten. Entweder in Venedig oder bei ihm oder in Rom. Wir treffen uns in der Kirche San Gimignano und gehen zur rechten Stunde an den Ort. Ich bitte dich dringend, teilzunehmen. Hier zu bleiben wäre Selbstmord. Der Assassiné ist erbarmungslos. Wir alleine können nicht hoffen, ihn aufzuhalten. Aber mit der Hilfe des Maestro, vielleicht können wir uns die Zeit kaufen, die für die richtige Reaktion nötig ist. Achte gut auf dich. Florenz mag verloren sein, aber das muss nicht unser Ende bedeuten. Möge der Vater des Verstehens dich leiten. Ja, ja, dann möge die Macht mit dir sein, unseren Scheiß. Es gibt hier auch keine Aussichtspunkte mehr. Ich hab jetzt hier alle. Nächste Mission. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal wieder Mega-Story-Fortschritt. Und dann irgendwann kümmern wir uns mal so eine gesamte Aufnahmesession nur um Nebenmissionen oder so. Ach, das. Nee, das ist was anderes. Ugh. Nee, darauf habe ich keinen Bock. Dass wir beispielsweise eben hier eine Folge nur so Botenmissionen machen oder einfach Assassinengräber suchen, etc., etc., etc. Bei solchen Freunden Jacopo de Pazzi bis zum Templertreffen verfolgen und dann eliminieren. Wieso habe ich das Gefühl, dass diese Mission nicht sonderlich leicht wird? Wenn ich mich nur lange genug beherrsche, führt er mich zu seinen Templerbrüdern. Ich werde mehr Namen auf der Liste haben. Fuck. Was geht hier vor? Sind Sie zu spät? Mich haben Sie nicht gesehen, so viel weiß ich. Ich bin mal genauso ruhig wie ein Assassine. Hope you don't mind. Verlier ihn doch nicht. Chill mal, Game. Runter da oder stirb. Das ist er. Halt die Fresse. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Wem
hast du nur missfallen. Wer sah, was hier geschah? Ach du Scheiße. Ich mach nein, das aus. Nicht, nicht hier. Ich seh dich, Junge. Ich seh dich. Am liebsten würde ich dich jetzt schon umbringen.